Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück. Wow. Kann ich keine Aufnahmesession beginnen, ohne dass mich diese verdammte Tigerwache findet. Herzlich willkommen zurück bei Batman Arkham City. Wir stehen wieder vor dem Museum. Ich musste mich gerade eben nochmal von unten wieder hier hochschlagen. Deswegen ja jetzt die ganzen Bewusstlosen woanders liegen. Ich habe gerade schon gesehen, hier ist so ein komisches Teil da. Weiß ich gar nicht, habe ich das schon ausgelöst? Was? Oh, klingelndes Telefon. Klingelndes Telefon. Nein, wir gehen jetzt erstmal die Hauptstory weiter ab. Bevor ich jetzt schon wieder mich von hier entferne. Ich glaube, das kann ich nicht hacken. Nee, das kann ich nicht. Okay, gehen wir einfach. Gehen wir einfach rein. Komm, rein da. Wir müssen den Pinguin einen Besuch abstatten. Habe ich mich gesehen, während der Mapwechsel ist die Framezahl oben zu sehen von Fraps. Das bitte ich zu entschuldigen. Ich kann es nicht abstellen, ohne selbst wieder zu sehen, dass ich keine Framebücher habe. So, wir hatten ja... Was? Gefahren aus der Tiefe. Warum habe ich das Gefühl, Gefahren aus der Tiefe könnte Krog sein? So, wir hatten ja die Störsender deaktiviert, damit wir endlich hier anfangen... Oh, Dinosaurier? Moment. Die Bench hier reinkommen können. Der Pinguin war der Meinung, dass uns daran stören muss. Was? Es ist ein Roboter. Danke, Pinguin. Vielen Dank. Bist du dir sicher? Unten haben wir Gegner. Er zeigt mir 4 auf dem Map an, aber gerade sagt er nur noch was? Entdeckung? Ach, Eckentdeckung. Es sind 3, das heißt, der ganze Rest ist tot? Er trägt Körperpanzerung. Mehr. Ich muss eine Reihe von schnellen, konzentrierten Angriffen ausführen, um seine Abwehr zu durchbrechen. Aha. BX. Oh, die liegen genau übereinander. Schwein ist Schwein. Batman, er ist. Was für eine Kampfausschaltung? B. Ah ja, okay. Lass das. Alles klar, aha. Nee, gut. So kriegt mein Leben wieder, danke. Wieso war das Kampfausschaltung? Ich wollte ganz still und heimlich ausschalten. Danke, Batman. Oh. Achso, das ist... Das ist ein Aufnahmespiel, wenn man hier auf den Knopf drückt. So, hier fehlt irgendwas. Wollte gerade sagen. Krog hätte es wahrscheinlich noch weniger aufgehalten, das ist noch mehr größer. Aber SARS verfolgen wir ja über die Telefone. Talia? Ja, dieses kleine Biest ist wirklich ein Rätsel. Wo kommt sie her? Wie hat sie 8 meiner Männer töten können, bevor wir sie erwischt und bewusstlos geschlagen haben? Ich weiß nur, dass mir ihr Pyjama gefällt. Das
ist Talia al Ghul. Spoiler übrigens. Mit dieser Frau wird Bruce Wayne ein Kind haben. Was ist das denn? Ich schneide die Jungs nicht hier rein, Harvey. Ich schneide die sonst in zwei Hälften. Das dürfte dir vermutlich sogar gefallen, oder? Okay, die sind also definitiv alle gegeneinander. Scarface? Okay, ich gehe mal davon aus, dass wir auch Scarface in diesem Teil dann also nicht treffen werden. Da er ganz offensichtlich hier hängt. Das könnte einer von Jokers Männern sein. Hoch. Nee, ich wollte nicht hoch, ich wollte den Knopf drücken. Danke. Diesmal geht der Witz definitiv auf die Kosten der Verlierer. Was muss ich machen, damit du aufhörst, diese Spinner zu mir zu schicken, Joker? Dich umlegen. Okay, ich glaube, der Pinguin hat gegen alle irgendwas. Was könnte das sein? Ein Vögelchen hat mir verraten, dass Bruce Wayne schon bald zu meiner Sammlung gehört. Der will mich da reinstecken. Wenn ich einen reichen Jungen in die Finger bekomme, räche ich mich für das, was seine Familie meiner angetan hat. Spaß nicht. Okay, Talia al Ghul ist hier drin und bricht nicht aus. Warum? Moment. Nee, ich kann das nicht aufschlagen. Hallo, was hast du zu sagen? Wer bist du? GCPD Officer Jones, mit dem Aufdruck Deadcop. Natürlicherweise kam es nicht so weit. Sie sind in Sicherheit, vorerst. Gott sei Dank. Vielleicht sollten Sie ihm erst danken, wenn Sie meine Frage beantwortet haben. Wer sind Sie? Sorry, Mann. Ich bin Bulle. Gordon hat uns geschickt. Ich gehöre zum 13. Bezirk, zum Einsatzkommando. Bin von Anfang an hier gewesen. Wenn Gordon Sie geschickt hat, kennen Sie den Code? Ja, ja. Er sagte... Oh Mann, wie war der? Der Code. Sofort. Sarah. Wir sollten Ihnen sagen, der Code sei Sarah. Sie sind in Sicherheit, Officer. Jones, Batman. Elvis Jones. Gordon sagte, dass er mit dem Gedanken spielen würde, Ihr Team reinzuschicken. Er wollte wissen, was hier vor sich geht. Schätze, jetzt wissen wir es. Wir waren zu zehnt. Hoffentlich sind wir es immer noch. Ich sagte Gordon, dass es zu gefährlich sei, sie reinzuschicken. Warten Sie. Wenn der Rest Ihrer Gruppe lebt, finde ich sie. Okay, wir sollten also Leute finden. Schön, dass er mir nicht sagt, wie viele es sind. Oh, Moment. Erstmal runterladen. Schön Zugriff auf die Personaldatenbank. Also sie müssen auf alle Fälle alle hier sein. Schön, dass ich jetzt schon weiß, wo sie wahrscheinlich rumliegen werden. Tot. Ach, hier gibt es auch einen Titanbehälter. Oh, den muss ich natürlich auch. Da müssen wir natürlich auch hin. Okay, raus hier. Dann gehen wir doch mal weiter. Charakterbiografie von Jim Gordon. Oh. Och, ist er alt geworden. Um Himmels Willen. Haarfarbe weiß, vormals braun. Der kam zum ersten Mal erst in Nummer 27 vor. Wow. Was haben die bis dahin gemacht? Steht hier mal wenigstens, was das W heißt? Nein. Erfahrener Polizist, ausgebildeter Kriminologe, geübt im Kampf Mann gegen Mann, ausgezeichneter Schütze. Na dann. Oh, kleine Dinosaurier-Skelette, wie schön. Ich mag Dinosaurier. Zumindest, wenn sie tot sind. Kann man sich eintragen? Nee, ich kann nur klettern. Toll. So, ich könnte durch die Tür, oder? Ja, oder ich könnte hier durchrutschen. Rutschen wir erstmal hier durch, weil da hinten sehe ich was. Echt jetzt? Ha? Ah, eine Lichtschranke, die wir irgendwie ausstellen müssen. Da. Also die Leitung geht nach links in den großen Raum zurück. Aber hier sehe ich keine Leitung mehr. Hm.
Hier sehe ich nichts mehr. Versuchen wir es anders. Versuchen wir es anders. Wir haben doch... Da. Ach, das wird auch ausgelöst. Schade. Oh, Moment. Das da hinten könnte das sein, was ich suche. Ah, was haben wir hier? Triassisch. Was auch immer das heißt. Triassisch. Hä? Wahrscheinlich aus dem Trias stammend. Was? Neue Rekruten hier entlang. Sehr gerne. Erstmal schauen wir uns um. Wir haben 21 Unbe... Oh Gottes Willen, schaut euch das an. Die scheinen auch alle im selben Raum zu stehen. Neue Rekruten hier lang? Ein ferngesteuerter Batarang trifft Schalter, die sich außer Reichweite befinden. Ach, jetzt habe ich den ferngesteuerten Batarang automatisch. Das ist ja toll. Ach so. Huch. Was habe ich getan? Ach so, ich hab einen Schub gegeben. Das wollte ich natürlich nicht. Yep. Ach, das ist furchtbar zu... Ah, oh, das ist ja ganz furchtbar zu steuern. Jetzt. Aha. Hat funktioniert. Sehr gut. So, wo geht's da lang? Oh, hier ist was zum... Moment. Nee, hier. So, geh du mal rauf. Noch eine Trophäe. Oh, guck mal. Raptoren. Welche Art ist das? Die sind ein bisschen groß für Velociraptoren. Die sind nämlich bloß Hühner groß. Nicht wie in Jurassic Park, wo sie Menschen groß waren. Das ist Quatsch. Oh. Oh, hallo. Hallo, geht's Ihnen? Geht's Ihnen auch gut? Hallo? Hallo? Oh, antwortet nicht. Muss wohl schlafen. Hier war auch irgendwas drin. Oh, es gibt eines Säbelzahntigers. Könnte zumindest sein. Was haben wir hier? Riesengroße Schlange. Ich hoffe, sie ist tot. Sie bewegt sich nicht. Immerhin. Jetzt sind es plötzlich 39 Ort, Gegner 9 noch mit bewaffnet. Hallo. Ich wusste gar nicht, dass das Rätsel ist vom Riddler. Werden die eigentlich irgendwo angezeigt, die Riddler-Rätsel? Ja, hier werden die Riddler-Rätsel angezeigt. Wo sind wir denn gerade? Oh. Wir sind gerade im Museum. Da. Trophäen auf alle Fälle eine ganze Menge. Womit schützt man sich, wenn es Kugeln hagelt? Ich hab keine Ahnung. Ah, Kettungen-Trophäen gibt es hier auch mal eben 5 Stück. Es gibt hier Pinguine zu zerstören. Schätze ich mal. Haben sich Jokers Lieblinge zu Tode gelacht? Oder einfach nur zu viel gegessen? Was? Haben sich Jokers Lieblinge... Brüder in Waffen. Brüder im Krieg. Wer ist rechts, wer links? Seh nichts Böses, hör nichts Böses, sag nichts Böses. Es hat sonst bombastische Folgen. Vor der Art und Weise, wie Pinguin seine VIPs bewirtet, ziehe ich meinen Hut. Wer hat hier das Sagen? Die Marionette oder der Marionettenspieler? Beantworten lässt sich diese Frage nur aus einer ungewohnten Perspektive. Ob du das hinbekommst? Oh, bitte nicht wieder ein Perspektivrätsel. Ich glaube, wir müssen mal in den Eingangsraum zurück. Weil ich schätze mal, einige der Rätsel lassen sich direkt im Eingangsraum lösen.
Nämlich genau mit den ausgestellten toten Leuten hier vorne. Weil ihr seid auf alle Fälle zu zweit. Oh, ich wollte nicht da hoch, danke. Ich nicht. Objekt zu klein, ich bin hier richtig. Kein Objekt geordnet. Hm. Du bist ja mal ein netter Spieler. Drüben ist Jokers Kerl. Ah, ich will nicht da hoch. Mann. Hör auf damit. Kein Objekt geortet. Kein Objekt, okay. Aber auf alle Fälle. Wobei, das könnte ja auch sein. Dass sie damit den Manhattan-Spieler meinten. Ja, die meinte mit meinem Spieler. Okay. Ah, schade. Moment mal. Haben wir das hinten ausgelöst? Das wird schwierig, Pinguin. Moment, Pinguin. Kann ich zersch... Ich habe vorne im Eingangsbereich noch einen von diesen Dingern gesehen. Ach, furchtbar. Riddler, please. Das ist auch noch ganz viel zum Ansprechen, oder? Nee. Wir legen allen Besuchern einen Abstecher ins Wasserobservatorium. Abstecher? Gut, abgestochen. So, zwei sind schon mal kaputt. Alle Besucher mit regulären oder ermäßigten Eintrittskarten. Drei sind es für die erste Freischaltung. Ist hier noch irgendwo einer? Ah ne, hier war das Riddler-Rätsel. Nee. Raus hier. Das hatten wir ja schon. Können wir direkt noch was machen? Willkommen im Freiheits-Bene-Institut für Naturkunde. Alle Besucher müssen sich durchsuchen lassen. Museum für Naturkunde. Was war ich da oben? Ich sehe da oben was grünes Leuchten gerade. Hallo, danke. Und wieder runter. Wenn das neben den Treppen. Neben den Treppen. Ja, der ist tot. Bewusstlos, mein Held. Bewusstlos. Batman tötet ja nicht. Was haben wir denn hier drüben noch? Was war das? Ach, bestimmt wieder Eckendeckung, ne? Und jetzt hält er gar nichts mehr an. Okay. Hm. Sehr seltsam. Und was haben wir hier? Genauso wenig. Na gut. Dann gehen wir jetzt weiter. Hör auf, das LP zu strecken. Ich versuch's ja. Also, dass ich es nicht strecke. Okay. Was haben wir hier? Nichts? Ich glaube, die warten schon auf mich. Ich kann mich vor denen nicht verstecken. Oh Gott. Oh, please God, no. Kampfarena, natürlich. Natürlich muss es eine Kampfarena sein, da drüben haben wir Strom. Wie viele sind es insgesamt? 39. Die Bewaffneten sind aber nicht hier, es ist wahrscheinlich nur 30. 10 pro, was ist das denn? Ist das eine Tür? Das könnte eine Tür sein, ja. Okay, auf in den Kampf! Hilf mir! Nein! Einer weniger.
ich an deiner Stelle nicht tun. Zeig ihm, wen wir hier haben. Und Batman? Suchst du die Bullen? Den Eismann? Oder mich? Wieso oder? Ich bin nur wegen Freeze und den Geiseln gekommen. Aber jetzt werde ich mich auch um dich kümmern. Oh, du jagst uns vielleicht Angst ein. Dir wird dein Lachen gleich vergehen. Ach was, echt? Hört zu, man könnte mich einen Sammler nennen. Ich liebe es, das zu besitzen, was andere begehren. Und was ich nicht habe, das hole ich. Okay, es ist so. Ich habe da hinten einen Schaukasten mit deinem Namen drauf, der nur gefüllt werden müsste. Und wie es das Schicksal so will, stehst du gerade genau da, wo ich dich haben wollte. Also, was sagst du? Wirst du jetzt ein braver Junge sein und dich fein ergeben? Du wirst hier niemandem mehr Befehle erteilen, Cobblepot. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Sieh dich um. Dieser Haufen von Psychopathen bettelt nur darum, sich mir anschließen zu dürfen. Aber bedauerlicherweise nehme ich nur die Allerbesten. Und heute wird der Beste derjenige sein, der dich tötet. Kommt raus, Jungs! Zeit für die Aufnahmeprüfung! Na, was? Zerschneidet ihn! Ey, ich hab doch gekontert. Lasst das, geht alle weg. Das sind viel zu viele. Seid ihr jetzt auf meiner Seite oder was? Nein, los! Du lässt es bleiben. Ich habe es ganz genau gesehen. In Arkham City wirst du krepieren! Das haben sie schon im Asylum gesagt. Das hat gar nicht gestimmt. Tschüss! Das war... Das hättest du das nicht tun sollen, Batman! Echt nicht? Was tust du da? Nein! Du bringst dich dazu, die großen Kaliber aufzufahren. Was? Oh, du hast Titan gefunden. Oh, er freut sich offenbar nicht, dich zu sehen, Batman. Viel Glück. Oh, halt den Batarang. Oh, den Batarang. Danke. Autsch. Ultra-Betäubung. Dreimal B stehen. So, könntest du bitte gerade mal... Ach, mehr Gegner? War das hier. Ist er... Nein, Titan-Jockey, komm! 2, 3 und Niederschlagen, kontern. Wow! Ich bin überrascht, dass das funktioniert hat. Und wenn man gerade da in den Strom lag. Schon mal einer weg. Einer weg. Gladiator. Ich hab mir oben schon freigeschaltet. Namens Gladiator.
So, jetzt machen wir noch den Stufenanstieg. Und dann machen wir eine Pause. Wow. Was ist denn jetzt hier der Freeflow? Oh, schnellere Kombos. Nehmen wir. So. Also, wir machen eine kleine Pause. Hab den Pinguin gefunden. Und Mr. Freeze, haben Sie das Heilmittel finden können? Noch nicht. Die Lage ist schlimmer, als ich dachte. Pinguin hat einen Vorrat der Titanformel. Er hat was? Wie hat der Titan von Arkham Island runtergekriegt? Was ist hier los? Ihre Biodaten schießen in die Höhe. Nett, dass du uns hilfst, Oracle. Alfred, weih Barbara an alles ein. Natürlich. Aber... Ich melde mich. So, bevor jetzt noch irgendwas losgeht, wir machen jetzt eine kleine Pause. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.